Hallo, schön, dass ihr euch dieses Gespräch anschaut. Dieses Gespräch ist kein Interview mit journalistischem Anspruch, sondern es ist ein Gespräch zwischen zwei Freunden. Die gestellten Fragen dienen dazu, einen Monolog zu vermeiden, und es sind Fragen, die sich einem womöglich stellen, um die Gedanken und Ausführungen von Joe Kreisel so zu verstehen, wie sie tatsächlich gemeint sind. Joe, du machst dir seit einiger Zeit sehr intensive Gedanken, sagen wir einmal Gedanken über unser Zusammenleben, das Zusammenleben der Menschheit auf unserem Planeten Erde, und du bist dabei auf ein grundlegendes Problem der Menschheit aufmerksam geworden. Was ist deiner Meinung nach dieses grundlegende Problem, was das Zusammenleben der Menschen betrifft? Das Zusammenleben der Menschheit, wie die so sehen, also das Problem des Zusammenlebens der Menschheit, dass wir einander schaden. Und nicht nur einander schaden, sondern eigentlich allem schaden. Ob das die Natur ist, der Planet ist. Es ist einfach auf Schaden ausgerichtet. Das ist das Problem. Schaden wir uns auch gegenseitig, jetzt nicht nur in Form von Krieg, in Form von Mord und Totschlag, oder siehst du noch andere Schäden, die wir uns gegenseitig antun? Ja, wie du sagst, also es gibt Schaden in verschiedene Aspekte, Mord und Totschlag, Krieg und so weiter, aber es gibt einen subtileren Schaden, der dazwischen passiert. Und der Schaden fällt oft gar nicht so auf, weil er normal ist, weil wir akzeptiert haben als Menschheit, dass es normal ist, dass es okay ist, wenn man wem schadet. Und da muss man dann einfach definieren, wo ist denn der Einzelne, wo geht der Schaden los? Wo fängt der Schaden an? Wenn wir sagen, eigentlich sollte man nur unser Leben leben. Und zwar nicht auf Kosten von irgendwem anderen. Sobald ich auf Kosten von wem anderen lebe, verursache ich einen Schaden. Und das müsste nicht sein. Was ist das für ein Schaden konkret? Wenn es nur darum geht, dass ich dir was wegnehme, was eigentlich du brauchen würdest, aber ich nicht brauche, aber ich nehme das weg, weil ich entweder kann oder muss. Das heißt, es ist ein Konkurrenzdenken, das man auch evolutionär erklären könnte. So wie im Tierreich das Alphatier versucht, irgendwie sich an die Spitze der Herde zu stellen, versucht der Mensch das auch, hat natürlich aufgrund seines Intellekts auch andere Strategien zur Verfügung. Genau, ich würde auch den Intellekt da vorsetzen, wenn wir schon behaupten, dass wir die Krone der Schöpfung sind und kommunizieren können auf alle möglichen Variationen, ist es nicht notwendig, das Alpha-Tier außer zum lassen, sondern wir können uns ja was ausmachen. Ich glaube, dass das Hauptproblem das Wachstum ist, was uns aufgezwungen wird. Du musst Wachstum generieren und ich muss Wachstum generieren durch die Organisation, durch unser System. Und das sind verschiedene Varianten, ob das wirtschaftliches Wachstum ist, ob das finanzielles Wachstum ist, was eh eigentlich zusammenhängt. Aber Wachstum erzeugt den Zwang, dass wir einander gegenseitig schaden müssen. Und Wachstum war eigentlich nicht notwendig. Weil du wirst nicht jeden Tag größer, jeden Tag, also wie soll ich sagen, nicht so viel größer als menschliches Wesen, dass du nur mehr Ressourcen brauchst. Nur mehr. Du wirst ja nur leben, einen Tag lang, bis zum nächsten Tag. Und vielleicht ein bisschen vorausplanen, das hängt wieder ab, in welcher klimatischen Schicht du wohnst. Wir müssen uns ein bisschen mehr vorbereiten auf die kalte Jahreszeit, da muss man schon was ansammeln. Aber das heißt nicht, dass ich dir was wegnehmen muss dafür. Aber du hast gesagt, um so zusammenzuleben, muss man sich was ausmachen. Jetzt kann man das ja durchaus so sehen, dass unsere Regierungen, unsere politischen Vertreter dazu da sind, diese Vereinbarungen, die zwischen uns gelten, um miteinander zu funktionieren, um das gesellschaftliche Leben zu organisieren, dazu da sind, genau das zu tun. Aber du sagst irgendwie, die machen da was falsch. Warum machen die Menschen das? Weil sie erstens das müssen und nicht wissen, dass sie es nicht müssen. Wer schafft einer das an, dass sie glauben, dass sie es müssen? Die Organisation. Unser System erfordert, ohne dass wir das wirklich wahrhaft bemerken, dass wir einander schaden. Und wenn es nur darum geht, dass ich dir ein Geld wegnehmen muss, nicht im Sinne von stehlen, sondern verrechnen muss, mit maximalem Gewinn, damit ich genug überhaupt, dass ich was zahlen kann, was auf mir lastet, das fällt dann dir, da musst du dem Nächsten wegnehmen, dass das du zahlen kannst. Und so geht es die ganze Zeit dahin. Ob das jetzt zwischen uns ist, ob das zwischen Gruppen ist, zwischen Organisationen ist, zwischen Ländern ist, was der erste, zweite, dritte Welt, das war alles nicht notwendig. Das kommt nur daher, weil der Zwang entsteht, dass wir uns gegenseitig schaden müssen.
Du hast das Wachstum angesprochen. Wie könnte die Gesellschaft ohne Wachstum funktionieren? Wie viel besser ist jetzt? Wo kommt das Wachstum her? Warum glaubt jeder, dass es Wachstum geben muss? Nachhaltiges Wachstum. Das ist die ganze Zeit, hören wir von unseren Politikern, dass es Wachstum, wirtschaftliches Wachstum, Stabilität im Wachstum und so weiter, dass das notwendig ist. Wer sagt es, dass das sein muss? Kein anderes Lebewesen muss in seiner ganzen Organisation Wachstum erzeugen. Es geht ja doch nur darum, dass wir in Frieden und so glücklich wie möglich miteinander, nebeneinander leben können. Ja, welche konkreten Auswirkungen, was würde sie verändern, wenn man ohne Wachstum lebt? Im Punkto Rohstoffabbau, im Punkto Produktion? Es war viel mehr Harmonie. Wir werden nicht alles kaputt machen, weil wir bauen ja viel mehr ab, als wir eigentlich brauchen. Nur deswegen, weil wir wachsen müssen. Wir konnten ganze Wälder einfach stehen lassen. Wir müssen dann nicht alles niederschlägern, alles ausgraben und. Das ist das Ergebnis. Aber wie funktioniert es? Wie funktioniert dann das gesellschaftliche Leben, wenn man auf Wachstum verzichtet? Wie müsste das organisiert sein? Eigenverantwortlich. Sie nicht darauf verlassen, dass das wer anderer richtet und organisiert, sondern einmal sie hinsetzen und überlegen, was will ich eigentlich? Will ich den ganzen Tag irgendein Geld nachrennen, irgendein Papierzettel nachjagen oder möchte ich einfach meine Existenz erleben, mein Leben leben, meine Familie genießen, meine Freunde genießen, das Leben auf dem Planeten genießen und nicht darauf warten, dass ich irgendwann genug gesammelt habe, dass ich mir es endlich leisten kann, dass ich es genießen kann. Genießen hat nichts mit Leisten zu tun. Das sollte jeden Tag passieren. Was muss der Einzelne verändern, um genau das zu tun? Er muss Eigenverantwortung übernehmen und sich gleichzeitig über seine eigene Angst hinwegsetzen. Weil die Angst verhindert das. Angst vor was? Alle möglichen Variationen vor Angst. Die Angst, dass ich morgen nicht genug habe. Die Angst, dass sie sich nicht ausgeht. Die Angst, dass wer anderer mir schadet. Das heißt, ich verlasse mich darauf, dass mich wer anderer beschützt. Dieses unterschwellige Gegeneinander, was in uns so drinnen ist. Dass wir so getrennt sind voneinander, dass wir immer glauben, wir sind die Einzigen und kämpfen gegen den Rest der Welt. Und das erleben wir ja die ganze Zeit. In Wahrheit für mich ist es so, dass wir gemeinsam auf einen riesengroßen Stern sind, der rund um die Sonne fliegt, fertig. Und die Organisation von dem Existieren auf unserem Planeten, die ist einfach komplett in die falsche Richtung gelaufen. Was müsste passieren, um den Menschen diese Angst zu nehmen? Da muss sich jeder selber hinsetzen. Kann dir keiner deine Angst nehmen, so wie mir keiner die Angst nehmen kann, mit Sicherheit. Das ist ja eigentlich der Versuch vom System, uns glaubhaft zu machen, dass es uns die Angst nimmt. Aber die Angst kann uns nicht genommen werden, weil sie in unserem Kopf entsteht. Es gibt keine Angst. Angst ist ausschließlich in unserem Kopf daheim, wenn wir das erzeugen. Und die Ursache für Angst liegt eindeutig in der Zukunft. Es gibt keine Angst vor gestern, es gibt nur Angst vor irgendwas, was kommt. Und wenn du verstehst, dass die Zukunft nicht jetzt ist, aber du jetzt lebst, kommst du drauf, dass die Angst sinnlos ist. Aber sie ist halt so immanent in unserer ganzen Geschichte von der Kindheit an, Angst, 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 damit wird sie normal und wird aber gegen uns ausgenutzt. Also muss sich jeder hinsetzen und draufkommen, dass es nicht notwendig ist, Angst zu haben. Und dann kann er Eigenverantwortung übernehmen. In welcher Form kann er Eigenverantwortung übernehmen? Ist das eine Eigenverantwortung, die jeder für sich selbst tragen muss? Oder ist es vielleicht dann nützlich, sich mit Gleichgesinnten zu vereinen, zu verbünden, so wie es beispielsweise die Occupy-Bewegung macht? Die Gruppierung ist natürlich sehr wichtig, dass man weiß, wo sind denn meine ganzen Gesinnungskollegen? Wer denkt nur so wie ich? Wer möchte mir nicht schaden? Ich möchte ihm nicht schaden. Wo ist dann der Konflikt? Gibt es einen Konflikt, der entsteht, wenn zwei Menschen sich treffen, die einander nicht schaden wollen? Da gibt es keinen Konflikt. Die Occupy-Bewegung, die du ansprichst, würde ich sagen, die ist sehr, sehr gut, nur an der falschen Stelle. Die Occupy-Bewegung hat den einzigen positiven Effekt, dass wir wissen, wie viel das wir schon warten. Aber die kann innerhalb des Systems nichts ändern. Das Einzige, was passieren würde, würde sie die Occupy-Bewegung in Richtung Gewalt provozieren lassen, ist, dass das System mit dem Monopol auf Gewalt diese Gewalt verhindert. Weil es darf nur eine Gewalt geben, nämlich die des Systems. Und mit Gewalt kann das System sehr gut umgehen.
Das hat der John Lennon schon erkannt. Das heißt, wenn du gewaltsam gegen das System vorgehst, damit können sie umgehen, das können sie handeln. Aber wenn du sagst, Moment, wir leben in Harmonie miteinander, es gibt keine Gewalt, wir protestieren an, nicht protestieren, wir revoltieren nicht, sondern wir steigen einfach einen Schritt zurück und sagen, wir leben in Harmonie. Was die anderen machen, ist nett, aber das ist nicht unser Spiel. Und damit ist es wichtig, sie zu gruppieren, aber nicht gegen was aufzustehen, sondern einfach außer zu gehen. Das war mein Appell an die Occupy-Bewegung. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann impliziert deine Antwort, dass es nicht möglich ist, ein System zu verändern, wenn man im System steht, sondern man muss sie bewusst rausnehmen aus dem System, um eine Veränderung herbeizuführen. Es gibt so viele Experten, die uns irgendwelche Sachen erzählen, wie man das System reparieren könnte, aber das gibt kein Ergebnis. Es wird immer schlimmer. Das heißt, wenn ein Auto einen Bordschirm hat, dann musst du stehen bleiben, aussteigen und dann kannst du schauen, wie du den Bordschirm reparierst. Du kannst nicht beim voller Fahrt den Bordschirm reparieren. Das wird jeder verstehen. Und daher glaube ich, dass das System von innen genauso wenig reparierbar ist. Wir brauchen keine eigene Partei, wir brauchen keine Occupy-Bewegung, die sich wohin sitzt und wartet, bis sie irgendwas ändert. Die zeigen nur auf, dass es viele sind, das ist wichtig. Die ganze Wut- oder Mutbürgerbewegung, sehr, sehr toll. Nur, was machen wir denn, wenn wir nur wissen, dass wir schon so viel sind? Was passiert dann? Wir müssen gemeinsam aussteigen und den Reifen hier reparieren. Wie funktioniert dieses Aussteigen? Das Aussteigen funktioniert so, dass du erstens die über deine Angst hinwegsetzt. Die Angst, dass du da draußen kaputt gehst. Dass du nicht überleben kannst da draußen. Das verhindert ja ganz viel Leid. Das hindert ganz viel Leid daran, den Schritt zu wagen und sich überhaupt darüber nachdenken, zum Trauen. Was kann ich denn tun ohne dieses ganze organisatorische Riesenradl? Sondern dass ich einfach aussteige und sage, so da, schauen wir uns bitte die Problematik an, wo ist ein neuer Reifen drauf und jetzt fahren wir weiter. Ja, aber wie funktioniert das, wenn ich sage, okay, ich steige aus, wer hört das, wie kann das praktisch funktionieren? Ja, da schickt man eine sogenannte eidesstattliche Erklärung an die wichtigsten Stellen der Regierung, indem einer mitteilt, dass man keine Person ist. So kann man es eigentlich auf den Punkt bringen. Ich bin keine Person, ich habe eine Person. Und das ist ein Riesenunterschied. Das musst du jetzt erklären. Wenn du sagst, du bist eine Person, hast du missverstanden, dass du die Person erst geworden bist, unmittelbar nach deiner Geburt. Denn du bist von Natur aus ein menschliches Wesen. Aus Fleisch und Blut. Du kehrst nämlich, du bist das Junge von einem Mandal und einem Weiberl und lebst einfach. Mit der Geburtsurkunde entsteht deine Person. Die Person wurde entwickelt vom System, um uns alle gleichzeitig, gleich gemeinsam zu schützen. Das ist sowas wie ein Schutzanzug. Das ist ja nichts Schlechtes. Das ist ganz, ganz gut. Das darf nur nicht gegen uns ausgenutzt werden. Und das ist aber irgendwann passiert, dass die Person gegen uns ausgespielt wird. In welcher Form? Dass das System der Person den Zwang auferlegen kann, dass sie einer anderen Person schadet. Das heißt, du und ich und jeder andere lebt normalerweise in dem Glauben, eine Person zum Sein und nicht eine Person zu haben. Und da sehe ich den Unterschied. Wir sind menschliche Wesen, wir sind viele, wir organisieren uns, wir machen gemeinsam ein System und das System dient, uns zu schützen und erzeugt für diesen Schutz sowas wie diesen Status der Person. Es war nicht immer so. Früher hat es Unterschiede gegeben zwischen Personen und Sklaven. Und irgendwann sind es alle Personen geworden und sollten eigentlich alle geschützt sein. Voreinander, vor externe Schwierigkeiten, Feinde und so weiter. Personen sind geschützt vom System. Mittlerweile erzeugt aber das System den Zwang auf die Person durch dieses sinnlose Wachstum, was uns aufgezwungen wird. Und da kommen wir dann zum Geldsystem. Und dieses sinnlose Wachstum zwingt uns, uns gegenseitig zu schaden. Die Gesetze, die existieren, die gelten dann für denjenigen, der diese eidesstattliche Erklärung abgegeben hat, nicht mehr. Richtig. Gesetze, die existieren deswegen, weil irgendwer in unserem Auftrag die hingeschrieben hat. Die hat sich wer ausgedacht, der von uns bezahlt wird, dafür, dass er den Schutz organisiert, die Organisation organisiert. Aber sicher nicht dafür, dass er das Gesetz gegen mich wendet, als der, der das Gesetz veranlasst hat. Staaten sind ja wir. Wir sind Staaten. Du bist ein Teil vom Staat und ich bin ein Teil vom Staat. Und mit welchem Gesetz schadet dir der Staat?
mit sehr vielen Gesetzen startet mir der Staat. Das wichtigste Gesetz ist das Gesetz, zum Beispiel Einkommensteuer zu zahlen. Der Staat schadet mir, indem er dir aufzwingt, Einkommensteuer zum zahlen. Und zwar warum? Weil du mir ein Geld wegnehmen musst. Das fällt an mir, das erzeugt an mir einen Schaden, weil mein Leben damit eingeschränkt wird. Du zahlst deine Steuern und der Staat zahlt damit Zinsen, die aber nicht existieren. Zinsen ist ja erfundenes Geld. Und dadurch, dass du das zahlen musst, muss das mir oder wem anderen wegnehmen und schadet wem. Du, Joe, hast diese eidesstattliche Erklärung abgegeben. Was hat sie jetzt dadurch in deinem Leben schon verändert oder was wird sich in der Folge noch verändern? Naja, diese Veränderung hängt eigentlich nicht unmittelbar vom Abgeben der eidesstattlichen Erklärung ab, sondern die Veränderung passiert vorher in deinem Kopf. Dass du entscheidest, dass du ein freies Wesen bist, dass du niemandes Autorität unterstehst, aber überhaupt nicht. Es gibt keinen, der dir irgendwas anschaffen oder verbieten kann. Vorausgesetzt, du richtest keinen Schaden an. Und diese Veränderung erlebst du dann Step by Step by Step, indem du, da du Eigenverantwortung übernommen hast, weil du bist es ja nicht gewohnt, in Eigenverantwortung zu leben, weil das System immer alles organisiert hat, dann erlebst du, was sich verändert. Natürlich verändern sich gewisse Dinge. In erster Linie, dass du im Bewusstsein lebst, keinen Schaden anzurichten. Und das ist wirklich aufregend. Dass du in jeder Situation merkst, ich wähle zwischen Schaden oder Nichtschaden. Das kann ich mir aussuchen, weil ich nicht von außen gezwungen werden kann, Schaden zu verursachen. Okay, du hast zuerst die Einkommensteuer angesprochen. Ich denke mal, das wird bei der nächsten Einkommensteuererklärung, die das Finanzamt dann von dir verlangt, wahrscheinlich eine konkrete Auswirkung haben auf dein zukünftiges Leben. Wie siehst du dieser Thematik entgegen? Zahlst du da nur Steuern? Ohne Angst. Selbstverständlich ohne Angst. Warum kann das Finanzamt von mir eine Einkommensteuererklärung überhaupt einmal verlangen? Wo steht das? Wo steht, dass ich als Wesen verpflichtet sein kann, jemandem irgendwas zu erklären? Wem bin ich Rechenschaft schuldig? Überhaupt nicht. Die Verpflichtung spricht ja, also bedingt durch die Definition Verpflichtung, dass ich eine Verpflichtung eingegangen bin. Du kannst eine Verpflichtung nicht erben. Und es kann dir ja niemand anderer zu was verpflichten. Eine Verpflichtung machst du selber, mit dir, indem du eine Vereinbarung eingehst. Entweder mit dir selber oder mit wem anderen. Das ist eine Verpflichtung. Also diese Verpflichtung, die existiert nicht. Die existiert nur in unserem Kopf, weil wir glauben, dass wir Personen sind. Als Wesen kannst du zu nichts verpflichtet werden. Ja, okay. Das ist jetzt sehr schön, wie du das für dich in deinem Kopf, in deinem Bewusstsein gerichtet hast. Aber ich denke mir, da werden einige Leute nicht einverstanden sein damit. Das mag durchaus sein. Was passiert dann? Das weiß ich nicht. Es spielt auch keine Rolle. Das muss man zuerst einmal beweisen, dass es so ist, wie es er sagt und nicht so ist, wie es ich sage. Und er hat die Autorität über mich nicht. Wenn irgendjemand von mir was will und einen Zwang ausüben kann, dass ich das wirklich zahlen oder tun muss, dann braucht man dafür grundlegendermaßen eine Vereinbarung. Wenn man sagen kann, dass wir eine gültige Vereinbarung haben, und ich will gar nicht sagen eine gesetzeskonforme Vereinbarung, sondern eine gültige Vereinbarung, wo du und ich miteinander in Einstimmung darüber gesagt haben, so machen wir es. Und diese Vereinbarung gibt es nicht. Und daher kann Gesetz heißen, wie es mag, für mich gilt es nicht. Es kann kein Gesetz für dich gelten, wenn du die Vereinbarung darüber, dass du dich dem Gesetz unterordnen wirst, nicht existiert. So einfach ist es. Ist nicht die abgegebene Wählerstimme so eine Vorabvereinbarung? Die abgegebene Wählerstimme von mir, ich hab ja schon ein paar Mal gewählt, ist entstanden dadurch, dass ich geglaubt habe, dass ich eine Person bin. Da ich aber keine Person bin, habe ich ein Spiel mitgespielt, bis ich draufgekommen bin, dass ich keine Person bin und damit dann natürlich nicht mehr wählen gehe. Wieso soll ich wählen? Bist du staatenlos? Wenn du es so sagen willst, dann bin ich staatenlos, wenn man die Firma Österreich als das Land Österreich sieht. Aber das sind ja zwei verschiedene Sachen. Das Land, auf dem wir geboren werden, ist das Land, auf dem wir daheim sind. Egal, wie man das nennt. Ja, das können wir Österreich oder Erdbeerland nennen. Es ist völlig egal. Aber die Firma, zu der du gehörst, wenn du eine Person bist, innerhalb der Firma wählst du.
Und das ist quasi der Staat, den du ansprichst. Ich gehöre quasi nicht mehr zu der Firma, wenn du es so willst. Und das Mitgliedsbücherl von dieser Firma, sprich der Reisepass, den hast du dann mit der eidesstattlichen Erklärung gleich zurückgeschickt? Nein, selbstverständlich nicht, weil den Reisepass brauche ich, um innerhalb der Strukturen, die entstanden sind, mich frei zu bewegen können. Und das Recht auf freie Bewegung ist aber eigentlich ja vorher. Jedes Wesen hat das natürliche Recht, sich frei zu bewegen. Würde mir dieses Recht durch eine Struktur genommen, würde ich beschränkt in meiner Wesensheit und dadurch würde ein Schaden an mir entstehen. Also nicht an mir, sondern für mich. Und das kann ich nicht akzeptieren. Und daher, wenn ich einen Reisepass beanspruchen muss, damit ich über eine Grenze drüber komme, dann nehme ich den Reisepass selbstverständlich. Aber das heißt nur lange nicht, dass ich ein Geschöpf des Systems bin. Aber du greifst dann letztendlich auf die Vorteile des Systems zurück. Ich nehme an, du wirst da weiterhin froh sein, wenn die Krankenkasse deinen Arztbesuch bezahlt, so wie es den Reisepass in Anspruch nimmst. Ich weiß es nicht, aber ich nehme an, auch wahrscheinlich deinen Führerschein in Anspruch nimmst. Ja, sag mal einen Grund, warum ich das nicht tun sollte. Naja, der Eindruck, der entsteht, ist, aha, da pickt sich einer die Rosinen aus dem Kuchen und alles, was ihm nicht taugt, das ignoriert er und alles, was zu seinen Gunsten ist, das nimmt er mit offenen Armen. Und gibt's, da denke ich mal, gibt es viele Leute, die sagen, hey, so geht's nicht. Gibt es einen anderen Grund, warum wir überhaupt das System haben, als dass es für uns von Vorteil ist? Es gibt keinen anderen Grund. Gehen wir mal ganz zurück zum Anfang von einem System. Wenn wir mehrere Wesen sind, die miteinander sich organisieren wollen, dann gibt es ein paar Bedürfnisse. Sagen wir mal, das banalste Bedürfnis ist zum Beispiel, dass in jedem Haushalt das Wasser rennt, dass der Mist weggeführt wird, dass der Schnee geräumt wird, dass vielleicht, wenn einer von uns krank wird, die anderen mitzahlen, dass er wieder gesund wird. Das ist ein Riesenvorteil für den Einzelnen. Warum soll ich das nicht in Anspruch nehmen? Das ist ja von uns so gewollt, damit die Gemeinschaft davon profitiert. Aber muss man nicht dann irgendwo auch Kompromisse machen und dem ganzen System auch was geben, was als Nachteil ausgelegt werden könnte? Ich bin gern bereit, dem System was zu geben, wenn es dem Zweck dient. Aber wenn wir vorher über die Einkommensteuer geredet haben, die Einkommensteuer ist ja, wo geht das Geld hin? Wer sagt uns, was davon bezahlt wird? Ich bin nicht bereit, das Auto, bestes Beispiel, das Auto von einem Politiker zu zahlen, bevor nicht die ganze Bevölkerung gratis öffentlich fährt. Warum sollen wir zusammenzahlen, dass ein Politiker von uns ein Auto zahlt kriegt? Das sind unsere Angestellten. Dass der gratis Auto fährt und vielleicht nur einen Chauffeur hat und vielleicht nur eine Panzerung fürs Auto hat, wofür braucht der Politiker ein gepanzertes Auto? Von was fährt sich der? Von uns? Der gehört uns. Und wenn er nicht funktioniert, fliegt er. Wir zahlen den. Also, ich bin nicht bereit, ein Auto für einen Politiker zu zahlen. Ich bin gern bereit, dafür zu zahlen, dass wenn es dir schlecht geht, dass ich meinen Beitrag leiste, dass du wieder gesund bist. Überhaupt kein Problem. Und ich bin auch nicht bereit, eine Einkommensteuer dafür zu zahlen, dass wir als Gemeinschaft, als Körperschaft, als Firma, Staat, Österreich, an irgendwelche externen Banken Zinsen zahlen. Das bringt uns um. Und wenn ich Zinsen organisieren muss, damit es wer anderer für mich zahlt, indem ich es dir wegnehme, dann ist das erstens kompletter Schwachsinn und zweitens dein Schaden. Und ich weigere mich, dass ich da mitmache. Und mir kann keiner verbieten, mich zum Weigern, wenn es um Schaden. Weil das widerspricht meiner Natur. Meiner Natur widerspricht, dass ich irgendeinen Schaden anrichte. Ich glaube, jetzt ist es aber auch an der Zeit, dass man erklärt, dass das jetzt nicht dieses Herausnehmen vom System mit einer eidesstattlichen Erklärung jetzt nicht einfach Geburt deiner Gedanken ist, sondern dass es da eine Bewegung gibt, die, glaube ich, Freeman-Bewegung heißt. Freeman on the Land. Oder es gibt eine gute Homepage, die heißt World Freeman Society. Genau in die Richtung geht es. Es ist eine globale Bewegung, wo die Menschen der Reihe nach drauf kommen, dass wir keine Personen sind, sondern menschliche Wesen sind. Ich glaube, jetzt ist es aber auch an der Zeit, dass man erklärt, dass das jetzt nicht dieses Herausnehmen vom System mit einer eidesstattlichen Erklärung jetzt nicht einfach Geburt deiner Gedanken ist, sondern dass es da eine Bewegung gibt, die, glaube ich, Freeman-Bewegung heißt. Freeman on the Land. Oder es gibt eine gute Homepage, die heißt World Freeman Society. Genau in die Richtung geht es. Es ist eine globale Bewegung, wo die Menschen der Reihe nach drauf kommen, dass wir keine Personen sind, sondern menschliche Wesen sind. Das kannst du irgendwie
eine Zahl nennen, wie viele Leute haben das vor dir schon gemacht in Österreich, weltweit und wie geht es denen? Ich weiß nicht, wie viele Menschen das schon gemacht haben. Ich weiß, dass es schon sehr viele sind. Ich weiß nicht, wie viele in Österreich das machen. Ob ich der Erste bin, keine Ahnung. Ich bin sicher nicht der Letzte. Das weiß ich einfach, weil ich rundherum sehe, wie es in die anderen Länder weitergeht. Und die Erfahrungen sind die, dass die Systeme schon langsam lernen, damit umzugehen. Wie geht es denen, die das im Ausland schon gemacht haben? Da gibt es ja sicher Erfahrungsberichte, wann das eine Bewegung ist, die schon länger existiert. Wie geht es denen in puncto Abgeben von Steuererklärungen? Das ist ganz witzig. Und zwar sollten solche Menschen einen Brief kriegen vom Finanzamt zum Beispiel, dann schreiben die drauf, no contract, und schicken ihm zurück. Fertig. Und die haben Ruhe. Weil es gibt keinen Punkt, wo das System belegen kann, dass es eine gültige Vereinbarung gibt, dass es so ist, wie Sie sagen, dass es ist. Wie gesagt, Gesetze, die in unseren Auftrag geschrieben werden, gelten für die Körperschaft, für unsere Gemeinsamkeit. Und diese Gemeinsamkeit, nennen wir es Gesellschaft, organisiert sie durch Gesetze, die eigentlich keine Gesetze sind, sondern nur Statuten. Wir glauben nur, es sind Gesetze, weil wir immer hören von Gesetze. Es sind Statuten. Und wenn ich zu einem Verein nicht dazugehöre, dann gelten die Statuten nicht, selbstverständlich nicht. Aber was passiert? Ich möchte nochmal zurückkommen, die Erfahrungsberichte von denen, die das jetzt schon praktizieren. Das ist die Einkommensteuerung, die schreiben zurück, no contract. Und dann, was passiert dann? Akzeptiert das Finanzamt das in, weiß ich nicht, Kanada, England, Australien? Das variiert je nach Wissensstand der jeweiligen Beamten. Es wird immer wieder einmal einer vor dem Richter landen. Das hört man ständig in der Community. Und den Richtern wird das erklärt. Hin und wieder verstehen sie es gleich, hin und wieder verstehen sie es erst beim dritten, vierten Mal. Aber eigentlich stehen diese Menschen nicht als Angeklagte vom Richter, sondern als Vertreter ihrer selbst, als Wesen, die versuchen zu erklären, dass der da drüben am Tisch sitzt, nichts anderes ist als man selber, der nur glaubt, dass er eine Person ist. Der erfüllt seine Rolle, glaubt sie in einer gültigen Hierarchie dir gegenüber, dass er Autorität hat über die, und du musst ihm klar machen, dass die Autorität nicht gibt, dass er auf Augenhöhe ist. Und das sind die Leute nicht gewohnt. Die Leute glauben oft wirklich, dass wir einer kehren. Nur, mir muss erst einer beweisen, dass ich ihm kehre. Und das kann er nicht. Okay, aber wenn er es nicht kann, kann der Richter, der den Wissensstand nicht hat, verurteilen, dann kommt die Polizei oder die Justizwache und nimmt die mit. Wehrst du dann dagegen oder wie wehrst du dich gegen solche Maßnahmen von, sagen wir es jetzt mal unter Anführungszeichen, unwissenden Richtern? Ja, Punkt 1, nur weil ein Richter durch seine Autorität, die ihm das System gibt, die haben ja alle einen Eid geschworen, ja, und dadurch haben die Autorität, die kriegen sie ja, die nehmen sie sich nicht, die kriegen sie ja von uns. Und nur weil er glaubt, dass er die verurteilen und verhaften lassen und einsperren lassen kann, heißt das noch lange nicht, dass es okay ist. Wie gesagt, das System hat Monopol auf Gewalt. Ich bin ein gewaltfreies Wesen und werde mich natürlich nicht wehren in dem Sinn, ja, ich werde keinen Konflikt erzeugen. Sollte man mich verhaften, dann werde ich mich unter Protest verhaften lassen. Natürlich ist das nicht okay für mich, aber um größeren Schaden zu verhindern, werde ich mich nicht dagegen sträuben und wehren. Ich werde unter Protest einstimmen. Ja. Dann haben wir quasi eine Situation, wo der Konflikt abprallt. Ich verhindere den Konflikt, indem ich unter Protest mich unterordne. Aber das heißt nur lange nicht, dass das okay ist. Und sollte diese Erzwingung meiner Zustimmung, diese Nötigung vorbei sein, dann gibt es eine solche Schadenersatzforderung. Und die sich worauf begründet? Aufgrund dessen, dass ich ein natürliches, freies Wesen bin und niemand kehre. Und wenn das System glaubt, dass ich ihm kehre und dass es mich zu was nötigen kann, mir einen Schaden zufügen kann, dann geht das gegen mich und erzeugt einen Schaden an mir. Und dieser Schaden ist wieder gut zu machen, da heißt das Schadenersatz. Und dieser Schadensersatzanspruch, der steht schon in der eidesstattlichen Erklärung drinnen, nehme ich an. Genau. Ich habe das da reingeschrieben, dass mein Stundensatz, je nachdem, was passiert, eine entsprechende Höhe hat. Das heißt, sollte die vom System oder seinen Organen belästigt, gestört, kontrolliert, unnötigerweise kontrolliert werden, dann verrechnen die in der Stunde 500 Euro. Weil es nicht notwendig ist. Und du hast die Hoffnung, dass du das Zeit kriegst?
ich habe den Anspruch, dass es zahlt wird. Wenn es nicht zahlt wird, dann werde ich natürlich keinen Konflikt erzeugen und ich werde es auch nicht einklagen. Wofür brauche ich ein Gericht? Aber sollte das System von mir im Gegenzug was anderes wollen, dann kann ich sagen, ja bitte, es gibt eine offene Forderung, zieht sich also ab und überweist mir den Rest. Und dieser deiner eidesstattlichen Erklärung hat die österreichische Regierung zugestimmt? Es gibt keinen Grund zuzustimmen, weil ich das erklärt habe. Ich habe nicht gefragt, sondern ich habe das erklärt von meiner Seite aus. Ich habe die Autorität über mich selber und habe ihnen mitgeteilt, dass ich erstens ein friedvolles, liebendes Wesen bin, das keinen Schaden anrichten wird, zumindest nicht absichtlich. Ganz, ganz wichtig, ich habe gesagt, von mir geht keine Gefahr aus. Zweitens habe ich gesagt, ich verweigere, regiert zu werden, aufgrund dieser Bedingungen, die da sind. Wenn es mir nichts anderes anbieten könnt, da mache ich nicht mit, weil da entsteht Schaden. Und Schaden geht gegen meine Natur. Egal, wer ihn anrichten oder wer ihn anrichten muss, da mache ich nicht mit. Und wer sich was anderes überlegt, kann mir gerne den Vorschlag unterbreiten, ob ich dabei bin oder nicht. Nur unter diese Voraussetzungen kann ich nicht mitmachen. An welche Institutionen der Bundesregierung hast du diese eidesstattliche Erklärung geschickt? Zuerst an den Bundeskanzler, an die Republik Österreich, zur Hand den Bundeskanzler. Das sind quasi alle Österreicher, und zwar im Sinne der organschaftlichen Vertretung. Der Bundeskanzler vertritt quasi alle Österreicher. Weiters an den obersten Gerichtshof, noch ans Innenministerium, an die Innenministerin und an meinen Landeshauptmann. Hat es da Reaktionen gegeben? Hast du Antworten bekommen auf diese eidesstattliche Erklärung? Nein, ich habe keine Antworten gekriegt. Ich habe auch ein Rückschreiben gekriegt vom obersten Gerichtshof, der mir mitgeteilt hat, dass er nicht zuständig ist. Okay. Das war ganz witzig, aber ansonsten, mit mir hat niemand gesprochen seitdem. Jetzt ist es eine eidesstattliche Erklärung, die du persönlich für dich als menschliches Wesen abgeschickt hast. Ist es gleichzeitig ein Aufruf an andere Menschen, das zu tun, in Form von zivilen Widerstand zu leisten? Oder was würde sich verändern, würden das mehr Menschen machen? Es ist kein Aufruf, sondern es ist ein Vorausgehen, wenn du es so siehst. Weil das muss jeder mit sich selber entscheiden, ob er mit seinem Gewissen vereinbaren kann, dass er der Menschheit schwört, dass er in Frieden kommt. Und wenn das jeder kann, dann war in 30 Sekunden Weltfrieden. Dann hören wir auf, uns gegenseitig zum Schaden. Und mir reicht's. Und ich sage einfach, ich habe angefangen. Von mir geht einmal prinzipiell kein Schaden aus und da kann sich jeder drauf verlassen. Und wenn du das auch machst und wenn das alle anderen auch machen, dann leben wir einfach ab jetzt in Frieden miteinander und organisieren uns Step by Step, indem wir unser Auto von außen herrichten. Weil ein Auto ist super, aber mit einem kaputten Auto fahren und das während der Fahrt herrichten wollen, das bringt gar nichts. Aber da gibt es doch sicher genug Leute, die, um bei dem Beispiel zu bleiben, das Auto nicht anhalten wollen, die sich dagegen wehren. Das ist ja ein gutes Recht. Sollen sie machen. Ich bin ja nicht verantwortlich für die. Ich bin nur für mich verantwortlich. Und da ich keinen care, kann ich für mich entscheiden, ob ich da mitmache oder nicht. Und je mehr Menschen da drauf kommen und die Verantwortung übernehmen, dass sie in Frieden und Harmonie einfach leben wollen, dann wird das Auto wahrscheinlich irgendwann von selber stehen bleiben, weil der Sprudel ausgeht. Wie realistisch schätzt du das ein, dass das mehr Leute machen und dass man da tatsächlich... Ich schätze es sehr realistisch ein, weil ich für mich glaube, dass es der einzige Ausweg ist. Wir können dieses... Bleiben wir beim Beispiel Auto, was da mit 4 Batschen unterwegs ist, nicht anders reparieren, als dass so viel wie möglich aussteigen und das Auto reparieren. Und wer drinnen sitzen bleiben will, der soll bitte drin sitzen bleiben. Aber er kann mir nicht anschaffen, dass ich nicht aussteigen darf. Und das ist quasi so ein Auto, wo man auch während der Fahrt aussteigen kann. Das darf man bei dem Beispiel nicht vergessen. Okay, danke Joe. So viel zu dieser eidesstattlichen Erklärung. Wir werden uns in unseren nächsten Gesprächen noch mit anderen Themen auseinandersetzen, die, ich würde sagen, eigentlich untrennbar mit dem Thema des heutigen Gespräches zusammenhängen. Informationen rund um die Freeman on the Land Bewegung, die gibt es auf den Internetseiten, die wir jetzt gleich im Anschluss einblenden werden. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch auch die nächsten Gespräche mit Joe Kreisel ansieht. In diesem Sinne, bis dahin, alles Liebe.
Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer nächsten Gesprächsrunde mit Joe Kreisel. Wir werden uns dieses Mal über das Geld bzw. über unser Geldsystem unterhalten. Warum erscheint dir, Joe, das wichtig? Ganz einfach deswegen, weil Geld einer der Gründe ist für die Probleme, die wir haben. Geld an sich, ist nicht das Problem, sondern die Zinsen am Geld sind das Problem. Die Zinsen am Geld, warum sind die Zinsen das Problem und nicht das Geld an sich oder das Schaffen vom Geld? Geld, wenn du überlegst, was Geld ist, ist eine super Erfindung. Es ist eine Erfindung der Menschheit, um Sachen gegenseitig auszutauschen mit einem neutralen Tauschmittel. Super Idee. Damit braucht nicht jeder immer alles mit, aber es genügt ein Schein, wo ich sage, ich hätte gern das von dir und du nimmst da irgendwas anderes dafür. Das passt total. Das Problem sind die Zinsen deswegen, weil die Zinsen in der Geldmenge, die wir haben, nicht enthalten sind, aber daraus gezahlt werden müssen. Das heißt, es ist immer zu wenig Geld da. Woher kommt die Geldmenge, die wir an sich zur Verfügung haben? Ja, es gibt ein Monopol auf die Herstellung von Geld. Das haben die Zentralbanken. Und die Zentralbanken drucken Geld aus nichts. Früher war Geld noch hinterlegt mit Gegenwert in Gold. Die Zeiten sind ja lang vorbei, das brauchen wir nicht erklären. Und dieses Geld, was die Zentralbanken drucken, hat aber einen Gegenwert. Es ist nicht Gold, es ist der Gegenwert in Form einer Staatsanleihe. Die Staaten verpfänden Staatsanleihen und kriegen dafür das Geld. Und da muss man sich überlegen, was ist eine Staatsanleihe? Die Staatsanleihe ist nichts anderes als unsere Arbeit. Das heißt, Geld ist Zeit, unsere Zeit. Da sind aber keine Zinsen drin. Bleiben wir nur bei dieser Staatsanleihe und dem Erschaffen von Geld. Wer hat jetzt da den eigentlichen Vorteil daraus? Ja, nur ein paar wenige. Nämlich die, die die Zinsen kassieren. Und das sind in letzter Instanz die Herren, die Herrschaften, denen die Zentralbanken gehören. Weil die gehören nicht uns. Also die gehören nicht dem Volk, nicht den Staaten, sondern es sind private Institutionen. Wie sollte es deiner Meinung nach funktionieren? So wie früher. Früher haben die Staaten mit einer eigenen staatseigentümlichen Bank das Geld gedruckt und mit jeder Arbeitsstunde von den Bürgern ist das Geld immer mehr wert worden. Der Wert, der dagegen gehalten worden ist, das waren halt Werte, eben zum Beispiel Gold, das ist irgendwo hinterlegt gewesen, weil es ein bisschen zu schwer ist, um es zu tauschen, daher haben wir die Geldscheine erfunden irgendwann, aber da war immer ein Gegenwert da. Und mit jeder Stunde, die wir arbeiten, kann das Ganze mehr wert werden. Wir haben eine Situation, da wird mit jeder Stunde, die wir arbeiten, die Schuld größer. Geld darf keine Schuld sein, sondern Geld soll ja auch wert sein. Und das ist lang vorbei. Das hat dieses System verzinstes Schuldgeld mit sich gebracht, dass Geld kein Wert mehr ist, sondern eine Schuld ist. Und eine Schuld muss mit Zinsen zurückgezahlt werden, die es gar nicht gibt. Also die Lösung wäre, eine staatseigene Bank mit eigenem Geld, das ohne Zinsen einfach als Tauschmittel akzeptiert wird. Wie schaut es dann aus für den privaten Kreditnehmer und die Zinsen, die der zu zahlen hat? Es gibt keinen Grund für Zinsen. Es gibt keinen einzigen Grund, Zinsen zu verlangen. Weil, so wie es heute ist, entsteht Geld durch einen Buchungssatz. Wenn du auf die Bank gehst und zum Beispiel 100.000 Euro willst, dann glaubst du, dass du 100.000 Euro, die jetzt in der Bank liegen, noch einmal mit heimnehmen darfst. Du hast einen Kredit unterschrieben für 100.000 Euro und gehst mit dem Koffer mit 100.000 Euro heim. So ist es nicht. Würdest du nämlich die 100.000 Euro von der Bank wollen, würde die Bank sagen, sorry, so viel Geld haben wir gar nicht da. Wie kann dir dann die Bank 100.000 Euro leichen, ohne dass sie es hat? Die Bank erzeugt dieses Geld mit deiner Unterschrift, also eigentlich erzeugst du mit deiner Unterschrift das Geld. Die Bank bucht es ein und drückt auf Enter. Und damit sind auf dein Konto 100.000 Euro entstanden, die vorher nicht da waren. Woher nimmt die Bank dann diese 100.000? Oder wo entsteht dann das, wenn man da auf Enter drückt? Genau in dem Moment entsteht es am Bildschirm. 100.000 Euro. Oder woher nimmt die Bank das Recht, mit der Enter-Taste 100.000 Euro zu erzeugen, die vorher nicht da waren? Wie funktioniert das? Wo kommt das her? Aufgrund der Banklizenz hat die Bank das Recht, das zu machen. Die Regelung ist so, dass die Bank, im Euroraum sind es ein paar Prozent, sagen wir 5% Hausnummer,
5% Mindestrücklage, was die Bank haben muss, braucht die Bank nur 5.000 Euro Spareinlagen, dass sie dir 100.000 Euro Kredit geben kann. Das heißt, mit 5.000 Euro, die der Sparer auf die Bank tragt, macht die Bank einen Kredit von 100.000 Euro und kriegt erstens einmal 95.000 Euro, die vorher nicht da waren, zurückgezahlt, plus die Zinsen obendrauf extra. Da wird Geld aus nichts erschaffen. Gleichzeitig spricht aber der Banker von Kreditrisiko. Er nimmt ja gleichzeitig noch irgendeine Sicherheit ab. Das heißt, du überschreibst ihm gleich noch dein Haus, dafür, dass du mit 100.000 Euro ausgehst, die vorher gar nicht da waren. Und das Schlimme ist, er will sogar zurück, obwohl er da was zur Verfügung gestellt hat, was er vorher gar nicht gehabt hat. Und die Zinsen, die er dazu verlangt, ist jenes Geld, das in der Geldmenge nicht vorhanden ist. Das heißt, die muss man zahlen, die muss man sich irgendwo herholen und herverdienen. Horcht sie nach einem Pyramidenspiel an, das sie am Ende einfach nicht ausgehen kann. Genau so ist es auch. Und ich glaube, das Wort Verdiener darf man bei Zinsen gar nicht verwenden. Man kann Zinsen nicht verdienen. Die muss man wirklich wem wegnehmen. Ja, ich kann Geld verdienen, um meine Zinsen zu tilgen. Genau. Aber der Hintergrund davon ist, dass du, wenn du Geld verdienst, um Zinsen zu zahlen, beim anderen einen Schaden zufügst, weil du quasi Geld aus der bestehenden Geldmenge abzweigst, um dein Extra zum Zahlen. Das fehlt ja für alle anderen. Und daher würde ich nicht von Verdienen sprechen. Das ist eben der Grund, warum wir alle gegeneinander spielen. Und was heißt, wir spielen mit unserem Geld jeder gegen jeden, dann trifft es so zu, dass wenn ich meine Zinsen zahlen kann, kann irgendwer anderer nicht einmal einen Teil von seinen Raten zurückzahlen. Da reden wir noch gar nicht von Zinsen. Weil ja die bestehende Geldmenge keine Zinsen beinhaltet. Und durch diesen Hebel von ein paar Prozent Mindestreserve, aus dem ich dann nur mehr künstliches Geld erzeuge, wo extra Zinsen zahlt gehören, verschlimmert eigentlich jeder Kredit das Szenario für alle Beteiligten. Ich glaube, dass das, was wir bis jetzt besprochen haben, für vielleicht den einen oder anderen komplett was Neues ist. Viele Leute wissen aber doch schon Bescheid, wie Geld erzeugt wird, was Zinsen sind. Wo glaubst du, führt das am Ende des Pyramidenspiels hin, wenn das so bleibt, wie es jetzt ist? Dass irgendwann, also die Armutsschere geht ja jetzt schon auseinander, wir wissen das. Das hören wir die ganze Zeit, dass die Armutsschere auseinandergeht. Es gibt immer mehr Leute, die an der Armutsgrenze oder in der Armut landen und ein paar wenige bereichern sich dran. Und wenn es so weitergeht, wird irgendwann, wenn wir das jetzt hochrechnen, der gesamte Planet ein paar wenige Herren kehren und der ganze Rest ist in versklavter Schuld. Die Kinder, die Schulden lassen sich nicht zurückzahlen. Das ist so, wie wenn sich jeder Teilnehmer leicht sich 10 Äpfel aus und muss aber 11 Äpfel zurückzahlen. Quasi der 11. Apfel fällt einfach, muss aber zahlt werden. Und dass ich 11 zahlen kann, muss ich dir schon einen wegnehmen. Das ist, geht sich nicht aus. Das ist wirklich ein Schneeballsystem, das logarithmisch uns komplett an die Wand fährt. Gut, jetzt haben wir dann ein paar wenige oder immer weniger, die immer mehr haben und immer mehr Menschen, die immer weniger haben. Dann wird es, denke ich mal, doch zu einer Form Revolte kommen oder zu einem Kollaps kommen. Wie glaubst du, wird das Szenario ausschauen? Oder hättest du Ideen, wie man diesen Kollaps, auf den wir dazu steuern, entgegenwirken können? Ja, die Lösung heißt Bewusstsein. Das muss wieder jeder für sich selber erleben, dass er aufwacht und das Ganze erkennt als riesengroßes Betrugsszenario und aussteigt aus dem Vorratenauto, das einfach kaputt ist. Und erkennt, dass er, wenn er Zinsen zahlt, wem anderen schadet. Und wenn er andere Zinsen zahlt, dass man selber einen Schaden erleidet dadurch. Und das war nicht notwendig, weil wenn wir einfach tauschen, was wir haben, ohne dass es mehr wird aus der Luft außer, dann gibt es diese logarithmische Zinskurve nicht. Okay, das klingt für mich nach einer Aufforderung an alle jene, die einen Kredit am Laufen haben, ab sofort keine Kreditzinsen mehr zu zahlen. Ja, so kann man es eigentlich verstehen. Und natürlich rufe ich dazu nicht auf, ohne dass sich die Leute vorher Gedanken drüber machen. Es geht nicht um Revolution mit Konfliktsuche. Weil das erzeugt natürlich Konflikte, wenn du bestehende Verträge hast, wo du unterschrieben hast, dass du so und so viel Zinsen zahlst. Es geht um das Bewusstsein, dass wir einen Ausweg suchen. Ich habe jetzt auch nicht die heilende Lösung. Es gibt sehr viele Tauschkreise, die ohne Zinsen funktionieren. Das wissen wir.
Aber das System, wie wir es jetzt haben, das uns erklärt wird, was das Einzige ist, was funktioniert, wo ständig Experten umeinander schraufen und es wird höchstens noch immer schlimmer, dass wir da gedanklich aussteigen und sagen, das kann ja nicht die Lösung sein. Sondern dass wir versuchen, gemeinsam, wenn wir uns schon gemeinsam organisieren, ein System ohne Zinsen zu finden, weil die Zinsen uns das Knack brechen. Ja, aber ist es nicht legitim, wenn ich dir jetzt ein Geld leihe, das mir vielleicht sogar abgeht, wo ich ein bisschen zurückstecken muss, damit du deine Anschaffung machen kannst und nach einem Jahr einfach das zurückkriege und ein bisschen was dazu, das dann Zinsen heißt. Ja, aber da kommst du zu dem Problem, dass ich das Geld nicht vermehren kann, weil jemand Dritter das Monopol hat, das Geld herzustellen. Das heißt, wenn du mir Zinsen verrechnest, dann ist das ja nur noch vollziehbarer, weil du vielleicht wirklich einen Verlust gehabt hast in der Zeit, du hast das Geld nicht selber zur Verfügung gehabt. Von diesen Zinsen rede ich eigentlich gar nicht, obwohl das auch das Ganze verschlimmert. Das eigentliche Problem sind die Zinsen ganz am Anfang. Da, wo wir an diese dritte Institution, die außerhalb von uns zwei ist, die Geschäfte machen wollen, diese Institution hat das Monopol auf die Geldherstellung, stellen, sagen wir, eine Menge X her und wollen eine Menge Y extra dazu. Es gibt aber nur X. Y hat es nie gegeben, aber die wollen es dazu. Und dieses Y, das müssen wir uns gegenseitig wegnehmen. Da entsteht der Schaden. Weil wenn du jetzt von mir Zinsen verrechnest für etwas, was du mir glichen hast, dann hast erstens du das vorher gehabt, du hast das in der Zeit, wo es ich gehabt habe, nicht gehabt und hast natürlich einen Anspruch darauf, dass ich dich dafür entschädige. Völlig klar. Da muss ich halt ein bisschen fleißiger sein und ein bisschen mehr verdienen. Ist nachvollziehbar. Aber dass jemand, der es vorher nicht gehabt hat, der entweder, weil er meine Arbeit verpfändet kriegt oder mit meiner Unterschrift und einer externen Sicherheit Geld aus nichts herstellt, dass der was kriegt, was in der Menge Geld nicht drinnen ist, wo soll ich denn das hernehmen? Das zwingt mich dazu, dass ich aus der bestehenden Geldmenge mir meine Zinsen besorge, die ich zahlen muss, damit ich es zahlen kann. Und diese Zinsen fehlen aber jedem anderen in seiner bestehenden Geldmenge. Da ist der Schaden. Wo ist der Weg hinaus? Das eigentliche Problem sind die Zinsen ganz am Anfang. Da, wo wir an diese dritte Institution, die außerhalb von uns zwei ist, die Geschäfte machen wollen, diese Institution hat das Monopol auf die Geldherstellung, stellen, sagen wir, eine Menge X her und wollen eine Menge Y extra dazu. Es gibt aber nur X. Wo ist der Weg hinaus? Weg mit den Zentralbanken. So einfach ist es. Oder anders gefragt, weg mit den Zentralbanken. Aber von wo aus muss diese Veränderung passieren? Kann die passieren, indem sie genügend Menschen darüber Gedanken machen und mit dem, was sie an Zinsen zu zahlen haben, anders umgingen? Oder ist es auch am anderen Ende der Fahnenstange eine politische Entscheidung, wo irgendwelche gescheiten Herren sagen müssen, okay, wir stellen das ab, wir hören auf damit? Ja, wer sind die gescheiten Herren? Genau, und wer sind die, die das machen? Wird das in Österreich entschieden? Wann das uns betrifft, wird das in Brüssel entschieden? Na, ich sehe es anders. Wer sind die gescheiten Herren? Die gescheiten Herren sind Herren, und egal wie gescheit die sind und als welche Experten, dass sie sich ausgeben. Die gescheiten Herren sind nichts anderes als Vertreter einer Meinung, die in letzter Instanz wir sind. Wir kehren ja niemand, sondern die kehren alle uns. Wenn wir von unserem Bewusstsein aus das Thema Geld anders sehen und sagen, wir wollen ein Geld, natürlich brauchen wir das, egal wie wir es nennen, früher haben sie Muscheln tauscht, Eier tauscht, egal was, wir brauchen was, das machen wir uns aus, was für jeden gilt, wo jeder seinen Bezug kriegt. Aber diese gescheiten Herren, von denen du sprichst, das sind unsere Entsandten. Das heißt, der kann nur meine Meinung vertreten, der kann nicht seine eigene Meinung vertreten. Aber die sind in einer Bringschuld gegenüber diesen Bankern, denen gegenüber sie die verpflichtet haben. Ja, aber die sind zuerst uns verpflichtet. Da kann kommen, wer will, der ist zuerst einmal uns verpflichtet. Der kann nicht die Verpflichtung, die er uns gegenüber eingegangen ist, ersetzen mit einer Verpflichtung am Banker gegenüber. Aber das ist schon passiert. Ich weiß. Deswegen sage ich, wir müssen uns gedanklich von der Idee lösen, dass Geld entsteht außerhalb von uns,
nämlich wirklich außerhalb der Staaten, die Zentralbanken kehren uns ja nimmer, sondern wir brauchen eine staatliche Bank, Nationalbank, die unser Geld herstellt, egal was da der Gegenwert ist, das kann ja wieder unsere Arbeit sein. Aber wofür Zinsen? Weil wenn wir mit unserer Arbeit gegenseitig tauschen, dann kann ich nicht verlangen, dass ich von dir, wenn ich da 2 Stunden leihe, dass ich 3 Stunden zurückkriege. Mit welchem Recht? Was hältst du von diesen Lokalwährungen, die eigentlich ja immer mehr wären, so wie zum Beispiel der Waldviertler, der eben, wenn man hortet und nicht benutzt, weniger wert wird? Finde ich super. Das ist, glaube ich, wirklich die einzige Lösung. Im Mühlviertel gibt es einen Tauschkreis, da heißt die Währung eine gute Stunde. Was ist nur viel schöner definiert als der Waldviertler, weil die gute Stunde bleibt eine gute Stunde. Das ist immer derselbe Wert. Egal, was du leistest oder was ich leiste, wir tauschen eine Stunde. Das heißt, ich schulde dir eine Stunde oder du mir. Und auch diese Stunde verfällt nach einem Jahr. Damit hat Geld ein Ablaufdatum, was das Ganze extrem spannend macht, weil die Leute aufhören, Geld zu horten. Das heißt, Geld muss im Umlauf bleiben. Und ich glaube, dass das ein guter Ausweg ist für eine Zeit, in der wir uns was anderes überlegen müssen, weil der komplette Finanzmarkt zusammenbricht. Das reden ja alle davon. Und das Lustige ist, man gibt es ja sogar zu, dass es eine Realwirtschaft gibt und einen Finanzmarkt. Das ist total lustig. Finanzmarkt und Realwirtschaft. Jetzt ist es so, dass die Banken, die Zentralbanken sagen, okay, das ist eigentlich, wir haben auch das Monopol auf die Währung, eigentlich ist das gar nicht erlaubt, diese gute Stunde oder der Waldviertler. In einem kleinen Rahmen tolerieren sie das. Was glaubst du passiert, wenn dieser kleine Rahmen einmal gesprengt wird, wenn mehr Leute draufkommen, hey, wir dann jetzt da bei der guten Stunde mit oder bei dem Waldviertler mit. Wann ist der Punkt erreicht, wo das Staatsmonopol sagt, so und jetzt stopp, und was wird dann passieren? Ich glaube, der Punkt ist dann erreicht, wenn die Menschen aufhören, das große Geld, den Euro bei uns, nicht mehr zu brauchen. Weil sie ein Leben gestalten können mit der Tauschwährung, also mit dem Tauschkreissystem. Dass ich sage, ich kann einkaufen, ich habe einen Handwerker, wenn ich einen brauche, ich kann mein Auto reparieren lassen. Wofür brauche ich dann nur Geld? Schlimm ist natürlich immer die Schnittstelle zwischen dem Tauschkreis und dem, nennen wir es jetzt einmal, anerkannten gesetzlichen richtigen Geld. Ja. Da wird es schwierig, weil da muss ich immer hin und her tauscht werden. Aber wenn die Tauschkreise einmal groß genug sind, sprich autark genug sind, dass ich die Notwendigkeit verliere, dass ich ein Geld eingesteckt haben muss, weil ich mit dem Tauschkreis alles kriege, was ich brauche, das ganze Jahr. Spätestens dann werden die Banken mit dem Monopol draufkommen, dass da irgendwo schiefgerannt ist, aber dann haben sie verloren, deswegen, weil einfach die Leute schon autonom sind für sich und das Geld nicht mehr brauchen. Spätestens dann würde ich sagen, gehen wir her, das war so eine Vision, die sollte man sich einmal ein bisschen genauer überlegen. Dann gehen wir her und nehmen einer friedlich und bestimmt alles weg, was sie sich mit unseren Zinsen in der Zwischenzeit gekauft haben. Und da rede ich jetzt von den wunderschönsten Schlössern, von den wunderschönsten Inseln, von den herrlichsten Platzeln auf der Welt, die Banken kehren, die es mit Zinsen gekauft haben, die wir zahlen haben müssen, auf ein Geld hin, das es nie gegeben hat, außer ein Geld, das immer zu wenig war. Und dann können wir sagen, danke liebe Banker, ihr habt das jetzt alles zusammengekauft, reserviert für die Menschheit und wir widmen die ganzen Besitztümer der schwerreichen Banker um auf öffentliche Vergnügungszentren und erinnern uns daran, was das für eine arge Zeit war. Okay, ich möchte jetzt da, wenn wir über das Geld reden, nur über ein anderes Thema sprechen, und zwar Griechenland und Rettungsschirme sind in aller Munde. De facto werden nicht nur in Griechenland, sondern in ganz Europa werden Spitzenpolitiker durch Spitzenbanker ersetzt. Wie siehst du diese Problematik mit Griechenland? Wird Griechenland pleite gehen? Wird Europa Griechenland irgendwie einen Konkurs anmelden lassen? Oder glaubst du, dass das nicht passieren wird und warum? Ich glaube, dass sie es so lange wie möglich verhindern werden, aus dem einzigen Grund, weil Griechenland Verträge hat mit Banken, Verpflichtungen hat, die wegfallen würden, wenn die Firma Griechenland in Konkurs geht. Weil dann würde Griechenland in der Lage sein, eine neue Firma zu gründen, neue Verträge auszuverhandeln. Das ist der Grund, warum Griechenland nicht in Konkurs gehen darf. Und
Das, was mich bewundert, ist, dass ein Staat, egal ob Griechenland oder Österreich, wenn wir schon als Gemeinschaft den ganzen Staat finanzieren, wie kann es sein, dass ein Staat gegenüber dem Dritten überhaupt zu einer Schuld kommt? Das ist ja nur daraus entstanden, dass die Geldschaffung, nicht die Geldschöpfung, sondern die Geldschaffung, outgesourced worden ist an private Institutionen, nämlich Banken, die nur dafür, dass sie das Monopol haben, diese Maschinen zum Besitzen, die Geld drucken können, unsere Arbeit verpfändet kriegen und wir damit eine Schuld nach außen eingängen. Weil wenn wir unsere eigene Zeit tauschen, was ja Geld ist, dann kann es gar nicht sein, dass wir nach außen hin eine Zeit schuldig sind. Wenn es keine Zinsen gehabt. Wir wurden immer reicher, wir sind ja fleißige Leute. Wir haben Rohstoffe, die uns nichts kosten, wir haben Ideen, wir sind nicht faul, wir haben tolle Erfinder gehabt und die ganze Menschheit hat super Sachen erfunden, die uns weiterbringen. Wenn wir keine Zinsen hätten, würde jeder Staat, der ein bisschen in der Lage ist, seine Bürger arbeiten zu lassen, immer reicher werden. Es geht ja nicht verloren. Okay, aber um das zu verändern, was kann der Einzelne tun, außer lamentieren und sagen, dass ihm das nicht passt? Genau das, aufhören zum Lamentieren und sich hinsetzen und hinschauen, Gedanken machen und sein Bewusstsein verändern. Außer aus dem alten Rahl, dass das halt so ist, wie es ist und die Spezialisten kennen sie aus und da braucht man nur machen, was die sagen, weil wir sehen eh genau, wo man hinkommt, wenn man die Spezialisten, die in weiterer Folge nichts anderes sind, wie die Abkömmlinge der Bankerdynastien, dass uns die beraten, wie sie mehr verdienen, ist völlig klar. Aber sie beraten uns nicht in der Hinsicht, wie die Problematik mit dem Geld aufhört. Die Schraufen wird immer enger zutrat, während oben der Hahn immer weiter auftrat wird, dass nicht auffällt, dass das Geld, das davon rinnt, mehr ist als das, was eigentlich da ist. Verratst uns du, was der Einzelne tun kann, nämlich tun im aktiven Tun, außer sein Bewusstsein einmal zu verändern, um Aktion setzen zu können? Ich glaube, zuerst einmal einfach in den Kopf einschalten, sie informieren. Es ist eh im Internet, es gibt so viele Informationen dazu, was wirklich mit den Zinsen und so weiter passiert. Und in weiterer Folge würde ich mich sofort an den Tauschkreis anschließen. Weil damit kann ich den Schaden, der leider schon entstanden ist, wir kennen ja im Prinzip nicht aus, jeder braucht Geld, logisch. Die Frage ist nur, für wie viel in unserem Leben brauche ich denn das Geld, das eindeutig Schaden anrichtet. Und wenn ich so viel wie möglich, was ich brauche, über Tauschkreise lösen kann, dann kann ich den Schaden, den ich anrichte, minimieren. So lange, bis wir alle gemeinsam eine bessere Lösung gefunden haben. Wir müssen uns vom, nennen wir Finanzterrorismus, wenn wir schon sagen, es gibt einen Terror auf der Welt, dann ist es eindeutiger Finanzterrorismus. Und von dem müssen wir uns distanzieren. Und zuerst im Kopf. Würdest du vorschlagen, sich einem Tauschkreis anzuschließen, bestehende Tauschkreise zu erweitern oder unter Umständen auch neue, eigene, regionsbezogene Tauschkreise zu gründen? Genau, alle drei. Entweder anschließen, erweitern oder gründen. Einfach einmal informieren und im Kopf es zulassen. Damit ich nicht sage, hallo, ich muss meinen Gewinn maximieren, ich brauche Wachstum, damit ich meine Zinsen zahle, sondern wir tauschen einfach. Wenn ich was habe, was du brauchst und ich kann was brauchen, was du hast, dann machen wir das einfach. Und wo steht, dass ich von dir eine Rechnung brauche, in der du einen Gewinn auswirfst, damit du deine Zinsen zahlen kannst? Wenn wir tauscht haben, sind wir beide quitt. Wem brauchen wir das erklären? Stell sich doch gar nicht die Frage. Danke, Joe. In diesem Sinne waren das 15 bis 20 Minuten übers Geld und unser Geldsystem. Würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Gespräch mit Joe Kreisel wieder mit dabei sind. In diesem Sinne, alles Liebe.